Herr Wiesemann, was spricht aus Ihrer Sicht für einen Nationalpark Teutoburger Wald? Die Artenvielfalt, die gerade in den Wäldern, in den Laubwäldern in Mitteleuropa besonders groß ist, haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch kleinste Refugien in Naturschutzgebieten und wir stehen hier an einem Ort, wo wir gesehen haben, dass hier selbst die alten Bäume abgesägt wurden mit Höhlen und Quartieren von Fledermäusen. Wir brauchen einen Nationalpark, damit diese über Jahrmillionen entstandenen Zusammenhänge von Arten, die sich gerade an die alten Bäume, an die Altersphase, an die absterbenden Bäume angepasst haben, dass diese Fülle da ist. Denn wir haben einmal mit dem Klimawandel zu rechnen. Und wir Menschen wissen nicht, wie wir darauf reagieren mit unseren Wäldern. Das könnte man zum Beispiel im Nationalpark studieren, weil die Natur weiß viel besser, wie sie zu reagieren hat, welche Baumarten sich vermehren. So, das ist das eine. Aber diese Vielfalt, die in einem solchen Wald ist, die haben wir nicht und da haben wir uns verpflichtet. Ich finde es immer als eine Anmaßung, wenn wir von armen Völkern in Afrika, in Südamerika oder Asien verlangen, dass sie Urwälder erhalten und wir als reiches Land sind nicht bereit, einen kleinen Teil der Natur zurückzugeben. Es geht mir darum, wir haben unsere reiche Industrienation aufgebaut auf der Nutzung der Natur, dass wir der Natur jetzt auch ein Refugium geben, wo sie Natur sein kann. Aber Herr Wiesemann, wir haben doch hier schon ein Naturschutzgebiet. Wir haben auch ein FFH-Gebiet und wir haben auch Vogelschutzgebiete. Warum reicht Ihnen das nicht aus? Weil wir hier bewirtschaften und die Bäume, also die Buche zum Beispiel, wird von Natur aus 300, 400 Jahre alt. In manchen Fällen 500 Jahre. Sie wird aber geerntet mit 120 bis 130 Jahren. Zurzeit gibt es sogar Stellen, wo unter 100 Jahre geerntet wird, weil man gut verkaufen kann. Das heißt, zwei Drittel der Altersphase einer Buche kommt in unseren Naturschutzgebieten nicht vor, sodass die ganzen Organismen, die über Jahrmillionen darauf sich spezialisiert haben, Pilze, Insekten, Flechten, Vogelarten, Fledermausarten, nur in ganz kleinen Fällen vorkommen. Ich nehme mal ein Beispiel. Man hat hier auf der anderen Seite des Teutoburger Waldes, hier gerade gegenüber am Eberg, hat man einen Käfer, den Düsterkäfer, wiederentdeckt, der in Deutschland verschollen war, weil er an einer einzigen Stelle hat man ihn gefunden. Und es war eigentlich ein Tier, was weit verbreitet war in unseren Wäldern. Also diese Vielfalt und dann die alten Bäume. Für den Menschen, der Erholung und Entspannung nach stressiger Arbeit oder nach Krankheit eine Genesung in der Natur sucht, sucht gerade so Wälder wie dieses hier im Naturschutzgebiet Donnerparteich, wo diese alten Bäume stehen, weil es ihn fasziniert. Das sind so diese Zusammenhänge. Aber das Wichtigste ist mir, diese Vielfalt an Arten ist die Lebensgrundlage der Menschheit, sagt die Bundesregierung. In der nationalen Strategie zur Biodiversität hat sie das selber ausgeführt und beschlossen, dass wir in Deutschland 5% unserer Waldflächen aus der Nutzung nehmen, weil wir das brauchen. Es gibt 2/3 unserer Medikamente wird aus Pflanzen gewonnen. Es gibt in der Technik Vorbilder, die wir aus der Natur haben. Zum Beispiel dieser Lotus-Effekt, da hat eine Pflanze Vorbildfunktion gehabt. Oder ein 3-Komponenten-Kleber, so bestimmte Fäden von einer Muschel hat man entdeckt und daraus dann letzten Endes eine Nutzungsanwendung für uns entwickelt. Und so gibt es noch viele unentdeckte Dinge. Wir brauchen diese Vielfalt in der Natur, die sich selber regelt, wo der Mensch nicht eingreift, damit wir diese ganzen Chancen für kommende Generationen erhalten. Wie man die Gegner eines Nationalparks sagen, das kostet uns Arbeitsplätze. Wir brauchen das Holz aus diesen Wäldern, wir müssen hier bewirtschaften. Was sagen Sie denn dazu? Also das ist ein Argument, was in allen Nationalparkprojekten immer vorgeschoben wird. Es geht hier nichts verloren. Das Wirtschaftsgutachten von Dr. Berger zeigt, dass wir sogar Arbeitsplätze natürlich in einem anderen Bereich gewinnen. Die Holzverwerter sind nur in einem geringen Umfang betroffen. Wir haben
zum Beispiel in den letzten 20 Jahren in Ostwestfalen eine Zunahme von 80 Quadratkilometern Wald bekommen. Durch diese, wenn ein Wald irgendwo genutzt wurde für eine Straße, hat man die doppelte Menge Wald wieder pflanzen müssen. Wir haben also hier schon mal eine Zunahme in den letzten 20 Jahren von 80 Quadratkilometern. Das ist ja schon fast die Miete, die wir hier jetzt aus der Nutzung nehmen würden bei einem Nationalpark. Und wir haben auch... Das heißt, die Industrie soll sich ihr Holz woanders herholen, sozusagen aus einem anderen Wald? Nein, die meisten Verwerter kriegen ihr Holz ja sowieso aus dem Osten, weil es billiger ist. Da spielt ja noch nicht mal die Transportkosten aus den Ostländern spielt eine Rolle. Sie kaufen es immer noch billiger ein als das, was wir hier haben. Und die Buche hier wird nach China verkauft. Also das ist alles vorgeschoben. Es geht um, man wehrt sich gegen die Betrachtung der Ökologie, der ökologischen Zusammenhänge, nur aus dem Gesichtspunkt schnell Geld zu machen. Was morgen ist, scheint hier keine Rolle zu spielen. Und die Menschen, die sich dafür einsetzen, dass wir einen Nationalpark errichten, die sagen, wir müssen die Zukunft unserer Kinder im Auge haben. Also die Arbeitsplätze, das ist übertrieben, ist nicht bewiesen. Da gehen Zahlen von 600 bis 2000, die verloren gehen. Bewiesen ist es nicht. Dr. Berger hat aber nachgewiesen, dass wir eine kleine Zunahme haben, dass wir... 60 Arbeitsplätze gehen verloren und 100, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, werden neu geschaffen. Also das ist vorgeschoben. Herr Wiesemann, wenn ein solcher Nationalpark kommt, Sie merken ja jetzt schon, dass die Wogen der Erregung in der Bevölkerung relativ groß sind. Wie erklären Sie sich das, dass dieser Kampf so erbittert geführt wird um einen Nationalpark? Man kann das außerhalb der Region hier eigentlich gar nicht verstehen. Weil die Menschen kaum noch Verständnis für die wirklichen Naturzusammenhänge habe. Wir haben dieses Wissen, das unsere Vorfahren noch hatten, die Technik hatten, nicht hatten. Wir waren abhängig von dem, was die Natur leistet. Also dieses Wissen, was die Vielfalt der Natur bietet, ist verloren gegangen. Ich habe selber eine Umweltbildungseinrichtung in Detmold ins Leben gerufen, den Rolfschen Hof, wo wir Kinder an die Natur heranführen, damit sie dieses erfahren, damit sie also mal mit allen Sinnen wahrnehmen, was Natur ist. Das fehlt unserer Gesellschaft. Und ich erkläre mir diesen großen Widerstand in der Region hauptsächlich daraus, dass nur noch die Gesichtspunkte des Geldverdienstes, des schnellen Geldverdienstes gesehen werden und es wird nicht mehr die Verantwortung gesehen für kommende Generationen. Aber da wird ja auch in Eigentumsrechte teilweise eingegriffen. Also da ist ein, muss ich dem Landrat sagen, so diese Großwaldbesitzer, der da mitten in der Kulisse liegt, ohne seine Zustimmung hätte man ihn nicht einbeziehen müssen. Das hätte ganz am Anfang abgeklärt werden müssen. Heute ist der Zug abgefahren, schätze ich mal, fürchte ich jedenfalls. Fachlich wäre das super gut, aber man kann also Privatwald ohne Zustimmung des Eigentümers nicht in einen Nationalpark einbeziehen. Das hat keiner ohne Strafe gemacht. Also überall hat es dann Widerstände gegeben und das wird man hier auch nicht tun können. Da wird ja gerade über den Schlichter eine neue Kulisse ausgeguckt und dann wird also der Großprivatwald nicht mehr drin liegen. Und ansonsten haben wir den Großwaldbesitzer, den Landesverband Lippe, der hat den Wald für die lippischen Bürger und er ist wirtschaftlich immer auf der Kippe. Die beste Sicherung für die lippischen Bürger wäre, wenn das Nationalpark wird. Der Landesverband kriegt wertgleichen Tausch vom Land. Dann ist das Land Nordrhein-Westfalen als Eigentümer. Ja, das ist ja nun die öffentliche Hand. Das heißt, die für die Menschen vorzusorgen hat. Und dann ist noch eine kleine Fläche der Stadt Bad Meinberg. Aber die haben jetzt beschlossen, sie wollen nicht rein. Muss man erstmal akzeptieren. Die kommen später dazu, bin ich sicher. Weil die Kurstadt braucht sowas. Trotzdem wird ja hier mit harten Bandagen gekämpft. Was meinen Sie denn, welche Konsequenzen das hat, auch für die Zukunft? Also wird man einen solchen Nationalpark auch wirklich gegen solche Widerstände durchdrücken wollen oder müssen? Also wir müssen hier natürlich die Mehrheit der Bevölkerung müssen wir überzeugen. Wir hatten ja schon mal eine Umfrage gemacht, da waren 86% um die Senne herum der Menschen in den Kreisen waren dafür. In Lippe waren es 86, im Schnitt waren es 82%, also in der Umfrage, MNET-Umfrage, das war repräsentativ. Und wir müssen eben diese Informationen, was diese Zusammenhänge sind, was die Natur für die Menschheit bedeutet, für uns hier in Nordrhein-Westfalen, das
müssen wir besser transportieren. Und da muss man einfach sachlich miteinander reden, nicht übereinander reden. Da muss man aufeinander hören. Und ich bin sicher, dass wir einen Weg finden, wo die verschiedenen Interessen zusammengeführt werden können, ob das die Wanderer sind. Die Wanderwege sind wichtig. Es werden Anziehungspunkte in der Landschaft sogar geschaffen, Informationszentren. Die Reiter werden ihren Platz behalten, die vielen Einzelinteressen. Natürlich nicht in dem Gesamtumfang, weil die Natur braucht ja auch, die hat ja auch ihr Einzelinteresse, nämlich Natur, Natur zu sein. Und das muss ich den Menschen vermitteln. Und dann bin ich überzeugt, wir haben immer noch mehr als 60% der Menschen, die trotz der vielen Argumente und des Schürens von Ängsten vor etwas, was gar nicht kommt, immer noch für den Nationalpark sind. Die müssen wir natürlich mit einbeziehen. Sie sagen, da wären Ängste geschürt worden. Was werfen Sie denn den Gegnern des Nationalparks denn tatsächlich vor? Also ich weiß von konkreten Fällen, wo auf die Bürger zugegangen wurde von Gegnern, die gesagt haben, sie gehen doch gerne im Wald spazieren. Ja, aber da dürfen sie nachher nicht mehr rein, wenn das Nationalpark ist. Das ist einfach eine Lüge. Diese Lüge darf man nicht so verbreiten. Oder es wird gesagt, wenn der Nationalpark kommt, dann kommt der Wolf und der frisst eure Kinder. Das hat man in anderen Nationalparken so ähnlich gemacht. Also da werden mit Dingen, die gar nicht zu erwarten oder zu befürchten sind, werden Ängste geschürt. Und die Menschen wissen zu wenig, um das abzuwägen. Deswegen müssen wir aufklären. Wir müssen zeigen, was ein Nationalpark für die Menschen, für die ganze Region als Marke, wo man sagt, boah, Teutoburger Wald, da ist ein Nationalpark, da können wir kuren, da ist eine tolle Landschaft, dass sie wieder herkommen. Diese Bekanntheit der Region. Also das müssen wir den Menschen vermitteln und nicht vor Dingen, die gar nicht passieren, Ängste schüren. Das ist das Problem, was ich denn bei der Gegnerschaft immer wieder sehe. Holzversorgung. Wir haben Brennholz genug. Wenn wir aus den betroffenen Kreisen, also das ist ja Lippe, Höxter, Paderborn, es sind weniger als 6% des Waldes, da ist aber noch dieser große Privatwald dabei. Wenn der also rausfällt, dann sind es also weit unter 5% der Gesamtwaldfläche. Und dürfen wir das denn nicht der Natur zurückgeben als Dankeschön dafür, dass wir so einen solchen Wohlstand haben? Ich verstehe das einfach nicht.